Ihr Lieben, ich melde mich zurück mit einem Video und zwar geht es diesmal um den zweiten Teil der Geschenke beziehungsweise vom ersten Weihnachtstag die Geschenke. Die haben wir jetzt nur hier bei uns mit der Familie, also sprich mein Mann, ich und die zwei Kinder gefeiert. Lena, nimm das bitte weg, dem Luis. Und ja, die Geschenke zeige ich euch diesmal nicht alle auf einmal, sondern ich musste etappenweise durch die Wohnung beziehungsweise durchs Haus, weil ich nicht dran gedacht habe, das noch zu filmen und ja, jetzt schon alles verteilt ist. Und ja, wir fangen einfach mal an. Und zwar hat mein Mann von mir bekommen für seine Senseo-Maschine einen XL-Wassertank. Ja, da war halt der normale dran, der halt hier so runter geht. Und ja, er hat einen XL bekommen, weil das Ding immer leer ist und vor allem immer dann leer ist, wenn ich ihm Kaffee machen soll. So, dann hat Lena einmal dieses Besteck bekommen. Das gab es jetzt von WMF in Rewe. Da konnte man diese Punkte sammeln. Da fehlt jetzt gerade die Gabel, die ist in der Spülmaschine. Da ist die Mickey Maus noch drauf. Ja, das hat Lena einmal bekommen. Dann hat die Lena diese Puppe, diese Baby Annabelle bekommen. Da war noch eine Flasche dabei, die ist allerdings jetzt irgendwo, wo ich sie nicht finden kann. Ja, die Baby Annabelle, die kann die Augen bewegen, die kann sich hier das ganze München, das Gesicht bewegen, die weint, die blabbert, die schreit. ja, kann man halt mit der Flasche füttern. Und ja, die hat sie noch bekommen von uns. Dann hat die Lena diese beiden DVDs bekommen. Das hier ist ja, wie man sieht, so eine Bilderbuch-DVD und das ist eine ganz normale DVD mit zwei Folgen. Die liebt sie, die guckt sie auch total oft und das hier war wirklich einfach nur ein Fehlkauf. Das sind wirklich so Bilder, die eingeblendet werden, sage ich mal, wo dann halt eine Geschichte zu erzählt wird. Und ja, hat sie einmal angefangen. Ja, hat sie einmal angefangen und ja, es war, also das war auf jeden Fall ein Fehlkauf. Ist vielleicht, ich weiß nicht, für jüngere Kinder noch etwas. Wobei, ja, ich weiß ja nicht, mit wie vielen Jahren so die Kinder vor den Fernseher kommen. Ist ja auch überall unterschiedlich, aber wie gesagt, die werden wir, denke ich, wieder verkaufen, weil, ja, da hat sie überhaupt gar kein Interesse dran. Ja, diese zwei DVDs gab es also noch. Dann gab es für mich diesen neuen Akku für mein Handy, weil ich nämlich dachte, dass mein Akku kaputt ist. Dabei war es das Ladegerät. Ja, auch egal, jetzt habe ich einen zweiten Akku. Kann ja auch immer nicht schaden. Mäuschen. Ja, und was noch gab für mein Handy, ist eine, diese Panzerglasfolien. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ja immer so eher billig und dann lieber zwei, drei Folien, die man ja wechseln kann. Aber die Folie, wirklich, ich bin so, so begeistert. Also erstes Mal ist die sowas von klar, also man denkt wirklich, man hätte gar nichts drauf. Und was ich auch einen riesen, riesen Vorteil finde, man bekommt diese Folien oder beziehungsweise diese Glasdinger komplett blasenfrei und staubfrei da drauf. Also es ist nicht so wie bei anderen, dass man dann irgendwie, dass man dann irgendwie Blasen oder so sieht, also überhaupt nicht. Also total toll. Dann hat Lena von meinem Papa, also von ihrem Opa, einmal dieses süße Stofftier bekommen. Pferdestofftier. Und hat noch Geld bekommen. Dann haben mein Mann und ich einmal dieses total coole Spielgeschenk gekriegt von meinem Papa. Und wir haben dazu auch noch Geld bekommen. So, dann gab es für Luis einmal diesen Baby-TV von meinem Mann und mir. Nur was Kleines, weil im Endeffekt mit Weihnachten kann der Luis noch nichts anfangen. Und ja, deswegen hat er so einen kleinen Baby-TV bekommen, finde ich ganz süß gemacht. Ja, und von meinem Papa, von Luis, seinem Opa, hat er noch dieses Stofftier bekommen. Lena hat ja so ein großes Pferd bekommen. Ja, und er hat das und beide hatten ja noch Geld, das hatte ich ja schon gesagt. Dann hat Lena zu Weihnachten noch diese total tolle Nachtlichtlampe bekommen. Ja, die schaltet man hier ein. Ach, sie ist an, man sieht sie jetzt nicht so gut, weil es hell ist und weil ich jetzt auch das Licht an habe.
Ja, man kann sie in allen möglichen Farben, also es gibt hier alle Farben, die hier auf der Fernbedienung sind. Das ist dann einmal ein bisschen dunkler. Das ist eine Zeitschaltuhr, dass das Licht nach einer Stunde ausgeht. Der Regenbogen lässt alle Farben nacheinander abspielen und der Pilz ist, finde ich, sehr, sehr gut mitgedacht. Ist ein Licht, dass man sieht es auch direkt unten, es wird dann noch heller, dass man jetzt zum Beispiel nachts anmachen kann, wenn, ja, wenn man das Kind irgendwie, also Betreuungslicht nennt sich das, wenn man das Kind irgendwie, keine Ahnung, wenn es mal schreit und man will dann nicht das riesengroße Licht anmachen, dann macht man einfach dieses Betreuungslicht an und ja, ist dann ein bisschen heller als die anderen Lichter. Finde ich total cool und reicht auch absolut aus. Und ja, ihr seht gerade, ich habe jetzt gerade mal den Regenbogen angeschaltet. Es ist einfach ein super, super tolles Licht. Der Luis hat das gleiche Licht bekommen, also genau das gleiche, nur praktisch mit einem Bär, der auf einer Wolke liegt. Ja, ihr Lieben, das waren Lenas Weihnachtsgeschenke. Ja, ein Weihnachtsgeschenk fehlt noch, ein ziemlich großes. Das haben wir auch noch nicht hier, weil wir jetzt bis jetzt einfach den Platz dafür noch nicht hatten. Ich blende euch aber jetzt mal ein Bild ein. Das ist Lenas Weihnachtsgeschenk und das hat sie alles von uns bekommen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!